So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge. Another Brick in the Mall, genau. ja, wir haben hier ein kleines Problem. Durch unseren Anschluss hier oben im Norden haben wir ein bisschen viel Publikum. Hör mal die Kassen hier an. Gut, da ist jetzt gerade eine Kasse geschlossen, aber. Dennoch, die würde jetzt nicht den großen Unterschied machen, glaube ich. Das heißt, wir müssen vergrößern. Ja. So. Werkzeuglieferant, Luxuslieferant, Gerätehändler. Ja. Deswegen sage ich pauschal mal. Dass wir hier schon mal direkt wieder die so. Dann vergrößern wir auch ein bisschen hier, ein bisschen in den Kühlbereich. Ich glaube, da machen wir eine durchgehende Wand nur Pluskühlung. Also sprich halt Ware, die nicht tiefgekühlt werden muss. Und dann machen wir halt auch gleichzeitig eine größere Tiefkühlabteilung. Hört sich, glaube ich, nach dem Plan an. Und ich glaube, dann könnten wir theoretisch Restaurants. Wieso? Was ist denn mit Restaurants? Oh! Ja, da waren wir auch bei. Das muss auch vergrößert werden. Im Grunde könnten wir da schon mal ein. Das könnten wir schon mal verwalten, beziehungsweise zuweisen, besser gesagt. Und zwar, nee, wo ist es da? Weil das machen wir nämlich auch nachher ganz schlau. So, Lager. Zack. Das machen wir nachher auch ganz schlau. Wir werden hier ein bisschen umbauen. Dann kommt hier unten noch eine Toilette rein. Und dann haben wir auch das Problem gelöst. Hoffe ich. Wo kann ich hier jetzt bescheißen? Oh lol. Nicht, dass wir daran noch irgendwie gehen und hast nicht gesehen und dann ist der ganze Spielstand hier für die Katz. So, dann bauen wir erstmal so aus. Das wäre mir ganz lieb, wenn er da erstmal abbauen könnte. Aber gut. Verwalten. Müssen ganz dringend hier. Ah, da kommt er. So, bauen. Wir wollen hier bauen. Ach nee. Wo geht der denn lang? Wohl. Einmal außen rum, damit. So.
jeden Fall können wir schon mal einmal einen Kochbereich hier hinsetzen. Zack und zack. Machen wir gleich zwei Kochbereiche. Dann machen wir hier Limo-Spender und Limo-Spender und hier machen wir einen Food Warmer und noch einen Food Warmer. Bauen wir das gleich sofort ein bisschen größer aus hier. Lol. Jetzt scheitert es hier am Lageristen oder was? Nee! Verwalten. So. Radfußrestaurant. Personal. Lagerist. Lageristen einstellen. Ah, nehmen wir dich. So, zack. Lagerist einstellen. Für dich. So. Haben wir durchgehenden Lageristen da. So. Dann wollen wir mal hier bewegen. Naja, da hier gerade sowieso nichts läuft, schließen wir das Teil hier mal eben kurz. Zack. 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 So, die Jungs machen da. Ja, Jungs und Mädels. So, dann können wir da auch die Mauer entfernen lassen. Dann machen wir eine Kühltheke mit Milch, Milchprodukte, frisches Fleisch, frischer Fisch. Drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Hier. So. So, drei. Okay. Aber das, Limonade, Bier.
Mineralwasser, Säfte. Eins, zwei, drei. Hier. So. So, ich glaube, das gefällt mir sogar noch besser. Eins, zwei, eins, zwei. Das gefällt mir dann, glaube ich, sogar noch besser. Okay, jetzt sind die Bauarbeiter da unten wieder bei. Gut. Dann. So. Eins. Verwalten. Beweisen wollte ich's. Geschäft. So. Verwalten, zuweisen, nein. Auswählen will ich. So. Eins. Wo ist das jetzt? So, frischer Fisch. Frischer Fisch und frischer Fisch und dann kommt noch frisches Fleisch. Das Fleisch. Frisches Fleisch. So, das wollte ich sagen. So, und dann machen wir hier einmal nochmal Milchprodukte. Dann können die hier einmal komplett weg. So. Zack. 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 Bewegen. Bewegen. So, was haben wir denn jetzt eigentlich an Tiefkühlwaren? An Tiefkühl haben wir Eiscreme, wir haben Tiefkühlgemüse und wir haben Tiefkühlpizzen.
Also haben wir drei verschiedene Waren. Jo. Uppala. Nein. So, hier machen wir Tiefkühlgemüse und Tiefkühlpizzen. Wenn wir dann mal hier in die Gänge kommen, heißt das natürlich vorausgesetzt. So, hier kommen natürlich einmal Limonaden und gekühlte Säfte. Und hier kommen Mineralwasser und Bier. So. Tiefkühlpizzen. 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 Tiefkühlgemüse. 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 So. Eiscreme. 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 Dann machen wir das doch anders. Knallen wir hier Limonade. Natürlich jetzt blöd. Limonade. Mineralwasser. Mineralwasser und da halt Bier. TK-Gemüse rein. Bier und Bier. Limonade und Säfte. Da kommen da Säfte. Wollte gerade sagen, das ist ein bisschen komisch, Säfte gekühlt, aber es gibt Säfte, die gekühlt werden müssen.
Deswegen, also von daher alles gut. So. Das weg, das weg. So. Dann brauchen wir das Bierregal. Deutlich weiter nach oben. So, da bauen wir. Oder bauen wir jeweils eins, zwei. Drei. Jo. Dann so. Den basteln wir dahin. So, alles ein Stück weiter nach oben. So. Dann das dahin. Und dann bauen wir das Ding hier auch noch um. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Die Mauer hier weg. So. Wollen wir hier zuweisen? Das nehmen wir dem Laden weg. Und den Teil geben wir dem Lager. Nein, so. So. So wollen wir es haben. So. Dann wollen wir erstmal hier Limonade. 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 Alkohol. Nee, Quatsch, Limonade hatten wir da vorne schon. Ah, ich bin noch durcheinander. Das Bier. Hier und hier Alkohol
Alkohol. Alkohol. Wein. 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 Und Mineralwasser. Wobei ich das echt einen interessanten Fun-Fact finde. Ich hab mal irgendwo gelesen, wir in Deutschland haben mit die größte Auswahl an Mineralwassern. Also es gibt eigentlich gar nicht so viel, weltweit gesehen, so viel Auswahl, was das angeht. Finde ich interessant. Weil, ich sag mal so, wenn man hier in den Supermarkt reingeht, dann hat man 7, 8, 9 verschiedene Sorten Mineralwasser. Und als Beispiel Niederlande zum Beispiel, die haben mehr oder weniger eine überdominante. So das Spar. Was sich halt auch als Marke so durchgesetzt hat, dass alle es sparen, dass alle halt, wenn sie an Mineralwasser haben wollen, ist er halt sparen, so quasi ähnlich wie hierzulande für ein Papiertaschentuch ein Tempo. Das ist halt in den Niederlanden zum Beispiel ein Spar. Es ist zwar eigentlich nur eine Marke, aber es hat sich so durchgesetzt, dass es eigentlich nur dieses Spar gibt. Finde ich zum Beispiel sehr interessant. So. Nice to know. Nebenbei. Man soll mir ja nicht sagen, dass man hier nichts lernt, ne? So. Aber jetzt mal hier wieder weiter. Aber das jetzt nur mal so am Rande nebenbei erwähnt. Wie gesagt, ich habe es irgendwo mal. Irgendwo habe ich es mal gelesen. So. Reis und Nudeln müssen weiter nach oben. Reis und Nudeln müssen weiter nach oben. So ein Gewürz zu gehen mit. Kaffee und Tee. Das ist die große Frage, was mache ich hier? Ich glaube, Kaffee und Tee packe ich hier hin. Kaffee und Tee packe ich da hin. So. So, jetzt mal ganz kurz schlau überlegen. Ist die Musik ausgegangen? Fällt mir gerade so auf. Musik ist aus. Hallo? War die Musik überhaupt an? Ups. Entschuldigung. Also, wenn ihr jetzt quasi die ganze Zeit keine Hintergrundmusik hattet, es tut mir leid. Es ist mir gerade tatsächlich nicht aufgefallen, dass die Musik aus war. So, jetzt überlegen wir aber mal eben kurz schlau, wie wir das machen. Ich würde sagen, die Lebensmittelregale ziehe ich hier mit nach oben. Was haben wir denn noch, was noch erforscht wird? Werkzeuglieferant, das ist unten, da sind unten schon Dings bei. Dann der Gerätehändler, da habe ich auch schon Tische für, beziehungsweise. Der Gerätehändler, dafür sind die Paletten. Luxuslieferant, da gibt es einen Tisch für. Gerätehändler. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner, Kühlschränke. Das haben wir doch.
Bekleidungslieferant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Regale, Ständer, wie auch immer. Das bietet sich doch hier unten eigentlich an. So, dieser Bereich hier bietet sich doch eigentlich so richtig dafür an. Für den Bekleidungskram. Dann würden hier die Konserven hochrutschen. Die Kekse würden hochrutschen. Der ganze Schrott würde ein Stück weiter in den Laden reinrutschen. So, und ich merke Brot. Also das abgepackte Brot kann ich, glaube ich, noch ein Regal dazwischen setzen. So, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Mache ich das nur, das ist jetzt gerade echt laut. Nee, das ist noch in einem normalen Rahmen. Gut. Also, wenn euch übrigens die Musik zu laut oder zu leise ist, einfach mal, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich werde es dann, sobald wie ich gelesen habe, werde ich es natürlich beachten. So. Was wollte ich denn jetzt? Genau. Wollte die Konserven. Konserven packen wir dahin. So, und Tiernahrung ist halt auch nochmal so ein Ding, kann man dann halt einfach locker an in den Kassenbereich stellen. So. Zack. Und zack. Jetzt haben wir hier noch jede Menge Platz. Aber dann bauen wir doch jetzt erstmal hier die Kassen, bevor ich das noch irgendwie falsch zustelle hier. Oh, ich habe nicht genug Geld. Dann müssen wir erstmal hier den Tag durchbringen. Das habe ich vorhin echt nicht gemerkt, dass ich, dass die Musik aus war. Wie ist das passiert? Wann ist das passiert? Na gut. So, ich brauche jetzt erstmal. So, sehr gut. Zack. Zack. Ja, nutzen wir alles aus. Alles, was geht. So. Kleidungsständer sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, auswählen. Tiernahrung ziehen wir hier hin. Bauen. Regal. Da, zack. Kleidungsständer. Dann machen wir mal für alle Sorten jeweils Roy. Dann haben wir schon mal vier davon weg. Sind noch 2. 3, 1, 2, 3. Oh ne, scheiße. Jetzt hat er natürlich direkt
das wollte ich. Zack. Bevor ich das jetzt hier unnötig zubaue. Wollte ja auch noch mal Kundenparkplätze setzen wir unten noch welche dran und hier. So, dann. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal. So, dann wollen wir das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Da wollen wir ein Lebensmittelregal zwischen. Ja, das war jetzt besonders schlau von mir. Hätte ich besser. Nein. Ah, so, das war nicht wieder nicht besonders schlau. So, Fische, Fischefrüchte, genau, die Fischefrüchte, wer kennt sie nicht? Frisches Gemüse. Frisches Gemüse. Brautscheiben. Brautscheiben. So, aber da wir jetzt schon wieder viel zu lang werden, das ist jetzt quasi schon fast wie eine Doppelfolge, machen wir das in der nächsten Folge weiter. Also, bis denn dann. Tschüss.